Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde. Wir sind wieder zurück bei der Weltmeisterschaft hier aus Katar im Jahr 2022. Und heute gibt's das nächste Viertelfinale. Ja, wir sind angekommen unter den Top 8 Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft. Und die zwei haben es also geschafft, die Niederlande gegen Argentinien. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Ja, Viertelfinale heißt, jetzt sind wirklich ja, die meisten Underdogs raus. Jetzt sind die Top-Mannschaften, die Top der Tops im Turnier noch drin. Und jetzt ist natürlich ja, alles gefragt, was beide reinschmeißen können. Klar, das bisherige Turnier lief für beide recht ordentlich. Die Niederlande ist weitergekommen gegen die USA im Achtelfinale. Argentinien auch weitergekommen. Und ich weiß gar nicht, gegen wen. Gut, eure Tipps in die Kommentare und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich bin sehr darauf gespannt. Ich tippe auf Argentinien, wenn ich ehrlich bin. Genau, die haben sie gegen Australien knapp durchgesetzt. Wie gesagt, mein Tipp geht auf Argentinien, aber ich glaube, das ist recht ausgeglichen. Ich bin gespannt, was Van Gaal als Trainer der Niederlande auf die Reihe bringt. So, jetzt geht's los. Anstoß für die Argentinier und dann geht's rein ins erste die ersten 45 Minuten und klar, wie gesagt, für mich die Argentinier leicht favorisiert. Und hier erstmal Dumfries, der im Achtelfinale eine bärenstarke Leistung gezeigt hat mit dem wichtigen Ballgewinn. Da ist Bergwijn gegen Otamendi. Otamendi macht das sicher. Da ist der Angriff der Niederländer erstmal verpufft und dann kommt wieder der Fehler. Also die Niederlande geht hier recht früh rein, die Zweikämpfe. Nächste Chance, Ball ist im 16er. Zurückgelegt, Abschluss kommt. Otamendi steht richtig. Die Argentinier gerade ein bisschen am Schwimmen. Aber können sie vielleicht befreien über Di Maria? So, Di Maria, was macht er daraus? Wartet hier auf den Mitspieler, setzt sich aber durch. Und da geht Acuna. Messi läuft in der Mitte mit, aber da sind zu viele Gegenspieler momentan noch im Weg. So, jetzt vielleicht der Pass. Nein, der kommt nicht an. De Ligt heute von Beginn an bei der Niederlande mit einem super Zweikampf. Und ab geht's über Dumfries. Wie gesagt, auf den müssen wir aufpassen. Bärenstarkes Spiel gegen die USA im Achtelfinale. Und das ist die Chance! Und das ist der erste richtig dicke Abschluss der Niederlande. Pfosten, Lattenknaller. Glück in der Situation für Argentinien. Jetzt vielleicht die Chance über Messi. Langer Ball. Ake gegen Messi. Das war gefährlich. Aber Argentinien kommt da nicht zum Ball. Und jetzt lassen wir die Niederlande, die bis jetzt ja, ein besseres Spiel machen. Defensiv ist Argentinien heute noch nicht so ganz auf Höhen. Die Niederlande ist schon wieder auf dem Weg nach vorne. Über Bergwijn, auch der ist jetzt heute mit einem recht guten Spiel. Da kommt Gomez mit der Grätsche. Ja, dann muss er ihn irgendwann mal stoppen. Und kassiert hierfür direkt mal die gelbe Karte. Alejandro Gomez, 19. Minute. Recht frühe gelbe Karte. Freistoß jetzt für die Niederlande. So, das wird vermutlich eine kurze Variante. Jawohl, so ist es auch. Da ist wieder Gomez. Und diesmal De Paul hilft ihm, aber ja, leider nur einmal für die Niederlande. Argentinien kommt hinten nicht wirklich raus. Die tun sich heute sehr schwer gegen recht offensiv startende Niederländer. So, der Einwurf ist gut. Ja, schon wieder raus auf den Flügel. Gomez kommt da nicht hin und da gibt es vielleicht jetzt die Chance, aber die Niederlande spielt das gut. Und oh, Dumfries da mit einem echt guten Pass. Glück, dass da noch einer von den Argentinern dazwischen kam. Und dann wieder der Ballverlust und dann der Abschluss. Und Martinez im Tor bei den Argentiniern. Souverän, wie er den gehalten hat. So, und jetzt vielleicht mal schnelles Umschalten. Aber ja, die Niederlande heute mit einer 5er Abwehrkette. Mal ganz ehrlich, defensiv sind die heute nicht aufgestellt. Die gehen voll nach vorne. So, Messi jetzt mal zum ersten Mal am Ball. Lionel Messi geht erstmal raus aus die Flügel zu Di Maria der Ball. Weiter geht's zu Lionel Messi. Gomez, Di Maria. Liegt nochmal ab nach hinten zu Acuna. Er sucht in der Mitte Paredes. Paredes sucht und findet hier den Paul. Die Argentinier probieren es. Nächste Chance. Oh, schade. Da kommt der Pass leider nicht an bei Gomez. Und jetzt Achtung. Es ist Argentinien hinten ein bisschen offen. Und die Niederlande kommt hier mit Tempo. Mit Jansen. Das sieht Molina nicht so gut aus gegen ihn. Molina muss da hinterher. Flanke kommt nicht. Weil Molina, richtig gute Grätsche. Das war eine Bilderbuchgrätsche. So, jetzt Lautaro Martinez. Auch von dem heute bis jetzt sehr, sehr wenig zu sehen. Ja, die Abwehr nimmt ihn da auseinander und hier jetzt den Fehlpass. Und Argentinien holt sie die nächste Kugel. So, und jetzt der lange Ball zu Messi. Mal schauen, kriegt er den? Na, Virgil van Dijk nimmt ihn den Ball ab.
Ja, lange Bälle zu Messi. Das ist momentan so der Versuch der Argentinier hier für Gefahr zu sorgen. Und da verliert einer den Ball bei Argentinien. Das war sehr, sehr unglücklich. Und nochmal die Chance für die Niederlande hier in Führung zu gehen. So, der Paul wird da zu Boden gestreckt. Schiedsrichter sagt aber, das war alles fair. Nächste Chance für die Niederlande. Grätsch ist gut, sehr gut. Daley Blind wird abgegrätscht. Ja, hier sind wir die Fans von Argentinien. Die haben bis jetzt heute noch nicht so wirklich viel Erfolgreiches gesehen. Die Niederlande bis jetzt das bessere Team, aber Ergebnis 0-0. Das heißt, alles noch offen. So, nochmal die Chance hier. Und dann gut vom Molina, Entschuldigung. Und jetzt nochmal die Chance. So, Messi müsste jetzt loslaufen. Tut er leider nicht so wirklich. Ja, und dann ist die Chance vorbei. Da ist keiner mehr dabei. Aber Achtung. Direktes Umschalten der Niederländer. Das ist gut gespielt. Und Glück hier, dass Bergwijn war es. Ich glaube, Bergwijn den nicht effizient aufs Tor bringt. Nochmal eine Riesenchance zu Ende der ersten Halbzeit. So, nochmal Eckball. Bergwijn bringt die gut rein. Nochmal weggeköpft. Schiedsrichter könnte abpfeifen. Tut es wieder mal nicht. Anni war die Ecke jetzt geklärt und dann Hallo und dann gibt es tatsächlich jetzt nur die Chance für die Niederlande. Nochmal zurückgelegt, nochmal der Abschluss und jetzt könnte Schiedsrichter abpfeifen. Ja, danke. Also Halbzeit hier. Die Niederlande macht das Leben für die Argentinier brutal schwer. Argentinien gegen Niederlande momentan 0 zu 0. Die Frage ist, wer kommt ins Halbfinale? Ganz ehrlich, es ist komplett offen. Ja, die Niederlande das bessere Team. Argentinien tut sich sehr, sehr schwer. Die 5er Abwehrkette bei den Niederlanden steht halt echt bombastisch sicher heute. Da gibt es momentan nichts für uns zu holen. Und ja, null Torschüsse bei uns. Also, das muss besser werden in der zweiten Halbzeit. So, Gomez ist schon ziemlich durch. Bin mir überlegen, ob er ihn vielleicht schon raus. Wobei Gomez in den letzten Spielen echt gut war. Den kann ich eigentlich nicht raustun. So, und damit geht's weiter. Sorry, mein Spiel hat sich mal kurzzeitig gecrashed. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Anstoß ist erfolgt für die Niederlande. Und mal gucken, was wir jetzt in der zweiten Halbzeit so geboten bekommen. Sorry, ich muss hier nur mal kurz unterbrechen. Aber jetzt läuft's endlich alles wieder. So, also, bin gespannt, was die zweite Halbzeit bringt. Kann die Niederlande weiterhin das Tempo so hochhalten? Oder schafft vielleicht Argentinien jetzt auch endlich mal was dagegen zu setzen? Auf jeden Fall Acuna und Molina. Die beiden Außenverteidiger kämpfen mit allem, was sie haben. Und Bergwijn geht runter. Und oh, jetzt kommt Memphis Depay. Und ich bin ganz ehrlich, das wird jetzt nicht unbedingt besser für uns, dass er jetzt auf dem Platz ist. Ja, das ist natürlich jetzt richtig torgefährlich. Und da gibt es die Chance. Gut gespielt. Ja, da ist es. Da ist das 1-0. Hochverdient. Und Bergwijn macht das 1-0 für die Niederlande. Man kann nichts anderes dazu sagen. Also hochverdient. Die spielen brutal gut. Louis van Gaal hat seine Leute sehr gut darauf eingestellt und dann, ja, es geht halt keiner wieder hin. Das ist es halt. Da ist die Lücke in der Abwehr. Otamendi will dann raufgehen. Oh, das sieht, oh, Martinez nicht so glücklich aus. Sieht so aus, als hätte er eigentlich die Hand schon dran am Ball. Und dann steht es hier 1 zu 0. Und ganz ehrlich, absolut verdient, was wir bis jetzt hier sehen. Das Tor geht mehr als in Ordnung. Und ja, jetzt. Wir haben Messi momentan draußen und ja, momentan wäre damit die große Story von Lionel Messi zu Ende. Mal gucken, ob sie nochmal rankommen. Messi zieht es mal selber durch. Lionel Messi, ja, gegen zwei wird es schwierig. Nimmt den Umweg über den Paul. Der Paul versucht in Schussposition zu kommen. Abgefälscht, ja, immerhin. Abgefälschter Ball kann auch ins Tor gehen, aber diesmal leider nur Eckball. So, die kommt von Messi zu Di Maria. Wieder zu Lionel Messi sucht die Lücke, boah, aber dann steigt er leider drüber und wir sehen auch Messis Emotionen, er regt sich auf, dass das heute so absolut nicht so läuft, wie er das gerne hätte. Die Niederlande ist halt deutlich besser am heutigen Tage, offensiv geht bei den Argentiniern sehr, sehr wenig. Mal gucken, ob vielleicht jetzt Martinez mit dem Ball zu Messi, der im Abseits steht. Aber das Spiel läuft weiter. Martinez mit dem Foulspiel. Ja, er hat natürlich gehofft, dass er diesen Ball bekommt. Und ja, die Schiedsrichterin ist sofort zur Stelle. Schlichtet das Ganze ohne gelbe Karte. Wir wechseln nochmal ganz kurz durch. Also Di Maria da runter. Dafür kommt Dybala und außerdem González für Gomez. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht hier nochmal rankommen. Verlängerung und Elfmeterschießen wären bei einem Unentschieden natürlich auch möglich. Und ja, das ist natürlich jetzt erstmal unser Ziel, dass wir zumindest in die Verlängerung irgendwie kommen.
Aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwer werden. Weil, wie gesagt, die Niederlande heute wirklich mit einer bombastischen Leistung und wieder dieser Dumfries. Der macht so viel auf seiner Seite auch heute wieder. Akuna da mit der Grätsche. Ja, da will er klären, schafft es nicht. Nächste Grätsche von Akuna und dann gehen sie zu... Ach, das gibt's ja nicht. Wieso kriegen denn wir den Ball nicht? Da ist die Riesenchance für die Niederlande. Das ist doch witzlos. Wie oft soll ich denn da außen? Jedes Mal kriegt den ein Gegenspieler. Das ist so dämlich vom Spiel. Ja, 2-0 für die Niederlande. Es ist halt so dämlich vom Spiel, ganz ehrlich. Was soll ich dagegen tun? Was? Ich kann nicht mehr als jeden Zweikampf irgendwo gewinnen und trotzdem ist der Ball wieder beim Gegenspieler. Ja, 2-0 für die Niederlande, das könnte die Entscheidung gewesen sein. Die Argentinier kommen nicht rein und dann ist das gut gespielt. Sie verteidigen halt auch echt gut, ganz ehrlich. Akuna hat da draußen alles weggegrätscht, aber ja. Wie gesagt, jedes Mal kommt wieder ein Niederländer zum Ball. Und dann kann, irgendwann ist halt der Ball drin. Da kann man halt verteidigen, was man will. Das ist natürlich, ja, sehr schade. Lionel Messi, wie gesagt, ich drücke Messi die Daumen, dass es in Wirklichkeit klappt. Und gegen die 5er Abwehrkette ist heute auch kein Durchkommen. Es ist aber auch eine Wucht dahinter drin, was die Niederlande hat mit der 5er Abwehrkette. Die steht schon sehr ordentlich. So, nächste Chance. Jetzt Argentinien ist es natürlich offen. Nächste Chance für die Niederlande. Aber die kommen diesmal raus. So, Lautaro Martinez sucht natürlich wieder Messi, aber wieder der Ballverlust, Ake dazwischen. Ich muss halt sagen, ganz ehrlich, die Defensivleistung der Niederlande heute von einem anderen Planeten. Die blocken alles weg, was auf ihr Tor kommt, vielleicht jetzt nur mit Messi. Und da gibt es immer die Chance für Martinez. Aus dem Nichts mal ein Torabschluss für Lautaro Martinez, von dem bis jetzt ja, herzlich wenig kam. So, Eckball, das ist Dybala. Jetzt mal mit einer Chance, Paulo, die Baller! Boah, und da kommt Messi! Ja, jetzt haben sie die Torchancen auf einmal, aber es steht da einer im Tor, Passwehr, der das echt gut gehalten hat in der Situation. So, weiter geht's. Die Baller zu Gonzales. Der sucht Messi. Ach, schade. Die Pässe gehen aber heute auch nicht durch. Ja, und jetzt natürlich wieder die Riesenchance für die Niederlande, den Topf endgültig zuzumachen. Die Riesenkonterchance. Da kommt Dumfries. Gonzales hinterher. Oh, das ist super. Ja, das war's. Nee, das war's nicht. Martinez hält den. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, und dann einsteigen. Hallo, Junge. Weghorst. So, 4 Minuten noch. Die Niederlande steht hinten sehr souverän. Aber es ist noch eine Mini-Chance. Wieder Messi. Durch die Mitte, gut gespielt. Ein zweiter zu Gonzales. Ja, aber sie kommen halt nicht effizient genug direkt vors Tor. Meistens halt die Schüsse wirklich aus der Distanz. Und das spielt halt Argentinien so brutal gut. Das spielen die so brutal gut runter dann in so einer Situation. Und wow, wer steigt denn da so? Memphis Depay, unglaubliches Laufduell. Und dann, was war das denn? Egal. Nee, hä? Abseits, okay. Aber das war's dann für heute, ja. 2-0 gegen die Niederlande gewonnen. Man muss sagen, im Großen und Ganzen, die Niederländer haben es sich echt verdient. Das war's. Also, damit wäre Argentinien raus. Ich hoffe natürlich, dass es Argentinien in Wirklichkeit schafft. Und ja, aber wie gesagt, heute die 5er Abwehrkette der Niederländer brutal stark. Und offensiv waren sie halt auch heute echt gut unterwegs. Wir haben so viel versucht, hinten weg zu blocken. Wir haben es einige Male geschafft, aber im Großen und Ganzen geht das halt in Ordnung. Hinten gut gestanden, vorne 2 Tore gemacht, ja. Ergebnis geht in Ordnung. Gut, das war's also für heute. Schade, leider verloren, aber beim nächsten Mal gibt es das nächste Viertelfinale. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.